Herzlich willkommen zum 22. Wochenimpuls Kontemplation und Mystik. Im letzten Impuls dieses Monats zum Thema Versuchungen will ich mich einer Versuchung etwas ausführlicher zuwenden, ihrer Problematik und dem Umgang damit, der von den Weisen der Wüste geraten wird. Es geht um die Akedia, die von Evagrius Ponticus als sechste genannte Versuchung. Er beschreibt sie mit folgenden Worten: Der Dämon der Akedia, die man auch den Mittagsdämon nennt, macht wohl die größten Schwierigkeiten. Zuerst scheint es dem Mönch, dass sich die Sonne, wenn überhaupt, nur ganz langsam weiter bewege und dass die Länge des Tages mindestens 50 Stunden betrage. Er fühlt sich genötigt, dauernd aus dem Fenster zu schauen, erst in diese, dann in jene Richtung zu blicken, um vielleicht den einen oder anderen seiner Mitbrüder die Zelle verlassen zu sehen. Langsam lässt er, also der Dämon, im Herzen des Mönches einen Hass auf den Ort aufsteigen, an dem er sich befindet, auf sein gegenwärtiges Leben und auch auf die Arbeit, die er verrichtet. Er macht ihn glauben, dass die Liebe unter den Brüdern erstorben sei und dass es niemanden gibt, der einem Mut zuspricht. Das Leben ist also nicht mehr im Fluss. Innere Unruhe, Hass auf alles, Gefühllosigkeit, Hoffnungslosigkeit, so der beschriebene Zustand. Zuständen dieser Art wurde schon von Hippokrates 450 vor Christus Krankheitscharakter zugesprochen. Die Säftelehre, die auf Galenus von Pergamon, einen griechischen Arzt, der im 2. Jahrhundert nach Christus lebte, zurückgeht, geht davon aus, dass Krankheit immer auf ein inneres Ungleichgewicht zurückzuführen ist. Es wurde davon ausgegangen, dass ihnen ein Ungleichgewicht der Körpersäfte zugrunde liege, ein Überhandnehmen der schwarzen Galle gegenüber Blut, Schleim und gelber Galle. Das Leiden wurde Melancholie genannt. Alles ist dunkel, schwarz, die Zeit ist wie angehalten, zähflüssig wie Galle. In den nachfolgenden Jahrhunderten wurde die Akedia als Todsünde bezeichnet. Sowohl die Beschreibung der Hölle in Dantes göttlicher Komödie im 13. Jahrhundert als auch Gemälde von Hieronymus Bosch im 16. Jahrhundert zeigen, wie man sich die Bestrafung der von Akedia befallenen Menschen vorstellte. Später hat man einzelne Facetten dieser Problematik herausgegriffen, so in der Reformationszeit die Trägheit, in der Romantik die Langeweile und im Existenzialismus den Überdruss und den Ekel. Jean-Paul Sartre hat ja ein Werk mit dem Titel Der Ekel geschrieben. Die Akedia wird heute mit dem Krankheitsbild Depression in Verbindung gebracht. Das Wort leitet sich vom lateinischen deprimere ab, niederdrücken, niederschlagen, verweist also auf die anhaltende Niedergeschlagenheit, Bedrücktheit betroffener Menschen. Immer wieder wird in diesem Zusammenhang der Begriff Überdruss gebraucht, schon von Evagrius Ponticus. Er schreibt: Der Überdruss ist eine gleichzeitige, lang anhaltende Regung von Zorn, Wut und Begehren, wobei der Erstere über das Vorhandene wütend ist, der Letztere sich aber nach dem Nichtvorhandenen sehnt. Durch die Gedanken bekämpfen uns die Dämonen, indem sie bisweilen das Begehren anregen, bisweilen den Zornmut
und dann wieder zur gleichen Zeit Sonnenmut und Begehren, wodurch der sogenannte komplexe Gedanke entsteht. Dieses Zerrissenwerden zwischen unterschiedlichen Gedanken, zwischen Antriebslosigkeit und innerer Unruhe, verhindert eine stabile Struktur. Damit besteht die Gefahr, dass es keine Verankerung mehr gibt, nichts, worin ein Lebenssinn gefunden werden könnte. Die Akedia wurde deshalb als so bedrohlich angesehen, weil sie, wie der Evagrius Ponticus, die ganze Seele bedroht und den Intellekt erstickt. Nun haben die Wüstenväter ja keine Theorien, Dogmen, theoretischen Konstrukte kreiert. Auch haben sie nicht den moralischen Zeigefinger erhoben. Sie haben sich an den jeweils individuellen Erfahrungen der Menschen orientiert, um zu so etwas wie einer Diagnose zu kommen und jeweils individuelles Umgehen mit dem Leiden als Therapie angeraten. Als ersten Rat empfiehlt Evagrius Ponticus: annehmen, aushalten, standhalten. Das setzt Akzeptanz und Mut voraus. Akzeptanz des Leidens und Mut zum Bestehen der Herausforderung. In der Stunde der Versuchung solltest du nicht nach mehr oder minder glaubhaften Vorwänden suchen, deine Zelle zu verlassen, sondern entschlossen dort bleiben und geduldig sein. So Evagrius Ponticus. Zweiter Rat. Anders denken. Damit ist gemeint, den dunklen Gedanken Überlegungen entgegenzusetzen, die von Menschen stammen, die die Not überstanden haben. Damit ist nicht positives Denken gemeint. Es geht um die in der letzten Woche schon erwähnte antiretische Methode. Evagrius Ponticus hat in seinem umfangreichen Werk mit dem Titel »Die große Widerrede« Texte der Bibel zusammengestellt, die jedem einzelnen verführerischen Gedanken widersprechen. Gegen die sechste Verführung, den Überdruss, hat er 57 Bibelworte zusammengetragen. Ein Beispiel: gegen den Gedanken, der uns zur Zeit des Überdrusses reizt, zu unseren Brüdern zu gehen, um angeblich von diesen getröstet zu werden. Da bezieht er sich dann auf Psalm 77. Es ist keiner, der meine Seele tröstet. Denke ich an Gott, dann muss ich stöhnen. Diese Entgegensetzung ermuntert den Leidenden, bei sich und seinem Leiden zu bleiben. Dritter Rat: traurig sein und weinen. Der depressive Überdruss schließt ja die Gefühle weg. Tränen werden deshalb als Mittel gegen die Akedia gesehen. Tränen werden auch als Heilmittel gegen Albträume gesehen. Evagrius Ponticus verweist hier auf Psalm 41. Meine Tränen wurden mir zum Brot bei Tag und Nacht. Vierter Rat: einen geregelten Lebensrhythmus finden. Dem Rat liegt die Überzeugung zugrunde, dass ein inneres Aufgewühltsein durch eine äußere Ordnung geglättet werden kann. Das umfasst einen definierten Schlaf-Wach-Rhythmus, die Entschiedenheit, Angefangenes zu beenden, feste Gebetszeiten, feste Arbeitszeiten. Ab 800 wurden dann in benediktinischen Klöstern Tagzeitengebete als Strukturierung des Tages festgelegt. Ganz sicher war nicht jeder Rat für jeden
von der Arcadia gequälten Mönch sinnvoll. Die Weisheit der Wüstenväter bestand darin, sich in das aktuelle Leiden des Ratsuchenden einzufühlen und den für dessen aktuellen Zustand sinnvollen Rat zu geben. Immer wieder war der Ausgangspunkt: Was ist jetzt? Und daraus die Folgerung: Was ist jetzt anzuraten?